dich hier. Sie sehen, liebe Zuschauer, ich bin schon wieder mal auf einem Gang in den Keller. Aber das gehört ja schon ganz normal zur Sendung dazu. Denn irgendwie spielt sich alles, was Spezielles in deutschen Hobbykellern ab. Oh nee, kann hier mal irgendeiner Licht machen? Was ist das hier? Party der Marsmännchen oder wie? Grünes Licht? Oh Gott, können Sie mal bitte dieses furchtbare Licht ausmachen? Ja, hallo. Oh, Entschuldigung, aber Moment. Ist ja, wir sehen ja aus wie Magen-Darm und 42 Fieber. Oh, jetzt ist es wieder schön. Jetzt ist schönes Licht. Herrlich, der Tinnitus in den Augen lässt auch langsam nach. Ja, meine lieben Zuschauer, ich darf Ihnen vorstellen, das ist Rigo Richter. Wir sind hier in Güntersdorf, in seinem Privatkeller. Ein Mann mit einem, wie ich sehe, ganz speziellen Hobby. Was machen wir jetzt überhaupt hier? Das, was ich hier mache, ist meine schönen Lampen, die ich alle zusammengetragen habe, hier nacheinander zu fotografieren, zu katalogisieren. Und da gehört es nun einfach mal dazu, hier von jeder Lampe ein, zwei, drei schöne Fotos zu machen. Wie geht das jetzt? Tja, also hier die Lampe rein in die Kiste, damit sie schön beleuchtet ist und das Foto auch möglichst schönes wird. Dann Deckel drauf und dann einfach nur noch das Foto ordentlich eingestellt und schon haben wir die Möglichkeit, hier an jeder Lampe ein Foto zu machen. Wie kommen Sie denn darauf? Darauf gekommen bin ich irgendwann mal durch meine andere Leidenschaft, die ich mittlerweile aufgegeben habe, nämlich das Fangen von Schmetterlingen. Ach, das haben wir? Ja, und wenn man nachts Schmetterlinge fängt, umgangssprachlich immer die Motten, die so nachts auch zum Licht kommen, braucht man natürlich Licht. Also habe ich viele solche Lampen bestellt, habe dann irgendwann noch welche gekriegt. Es kamen ganz viele verschiedene und dadurch, dass es viele verschiedene waren, bin ich einfach zu der Leidenschaft Lampen gekommen. Es hat auch noch einen gewissen Nebeneffekt. Ja. Die Lampen kann man in den Keller legen und muss sich nicht drum kümmern, zwei, drei Monate. Aber so ein Schmetterling musste man natürlich dann immer präparieren und so weiter. Und hier ist es einfacher, die Lampen kann man erst mal hinlegen und die warten eine Weile. Ja, und hingelegt hat sich der Rigo Richter hier im Keller noch jede Menge Lampen. Da hat er noch Jahre zu tun. Viele Jahre. Ja, das ist immer ein schicker Lampenladen, Herr Richter. Aber in solchen Kisten bringt das ja nicht viel, ne? Ja, aber das, was hier zu sehen ist, ist auch nur ein ganz kleiner Teil meiner Sammlung. Also da gibt es in verschiedenen Orten im Haus noch viel schönere Plätze. Und ein Platz davon, das ist mein Schlafzimmer. Und das kann ich Ihnen jetzt mal zeigen. Ich möchte sagen, also ich gehe auf solche Angebote normalerweise nicht ein. Ich weiß nicht sofort. Ja, aber heute ist es was Besonderes. Na, Herr Richter. Das wird sich wohl lohnen. Ein Brenner im Schlafzimmer. So, da ist das Schlafzimmer. Aha. Oh. Wo schlafen Sie denn? Hier ist gar kein Bett. Stimmt, schlafen ist schwierig in dem Zimmer, denn das Bett musste leider weg. Aber so habe ich jetzt mehr Platz für meine Lampen. Geht es jetzt nur um Menge oder geht es jetzt auch um besondere Stücke? Nee, es geht hauptsächlich um besondere Stücke. Natürlich, wie so oft, die Größe ist natürlich manchmal dann auch interessant. Mhm. Aber eben auch die kleinen Lampen, eben die mit den interessanten Konstruktionen drin, wie hier so eine Stadionlampe. Ach, das oder, ist eine Stadionlampe. Ja, also immer dann, wenn irgendwann unter Flutlicht gespielt wird, sind es ganz oft solche Lampen, die das Licht machen. Ja. Darf ich die anfassen hier? Die darf man anfassen. Die gefällt in mir dem Fall ja besonders. Weil in dem Fall, oh, der ist schwer. In dem Fall heißt, die ist sonst gefährlich? Die ist sonst gefährlich, da in der Lampe ein recht hoher Druck ist. Und was ist denn das für eine Lampe? Das ist eine Xenon-Hochdrucklampe mit ganz kurzen Bogen. Und wurde die ganze Zeit eingesetzt, und das sieht man auch, deswegen ist es so verfärbt, schon im IMAX-Kino. Im IMAX-Kino, naja, das heißt, Sie kriegen schon auch Lampen, die sind wahrhaftig gefährlich, weil ja die Befüllung entsprechend ist. Genau, und dafür muss man halt so getragen, dass dann entweder der Druck abgelassen wird, beziehungsweise die Lampe so gelagert wird, dass nichts passiert. Er hat Lampen aus aller Welt, der Rigo, und auch welche, die fast 100 Jahre alt sind. 10.000 Watt, 25.000 Watt, kein Problem. Das hellste Haus in Güntersdorf. Die Stromrechnung möchte ich mal sehen. Eine schönste? Schönste ja, die Lampe? Schönste, ich hatte sie mal rausgesucht, habe ich hier die Lampe. Das ist, weil sie eben sehr filigran und schön bunt gearbeitet ist, auch mit verschiedenen Gläsern gearbeitet wurde, also mit Uranglas, was dann ein bisschen gelb ist. Und die ist nicht unbedingt zum Beleuchten gedacht, aber man kann sie schön anschauen. Wie so eine Weihnachtsbaumspitze, ne? Ja, genau, Madeleine. Von der kleinsten bis zur größten Birne ist hier alles da. Ach, Entschuldigung, keine Birnen, das sind alles Leuchtmittel. Abgestaubt, wo immer es sich ergeben hat. Selbst eine echte Röntgenlampe steht hier rum. Naja, die sollte man wirklich nicht so oft anmachen.
Übrigens, für ganz rare Exemplare von Glühlampen zahlen manche Sammler mehrere tausend Dollar. Selbst wenn sie defekt sind, da muss man schon einen an der Birne haben, oder? So, Herr Richter, eins müssen wir noch klären, nämlich die wichtigste Frage des Tages. Wie viele Lampen haben Sie denn insgesamt? Hier, bei mir sind es zurzeit 10.743 Lampen. Wow. Und es werden täglich mehr. Aber es gehen auch immer wieder welche kaputt. Da wollen wir erstmal richtig Licht machen. Ja, machen endlich. Wir. Achtung, ich versuch's und jetzt. Oh, ja. Tja, da ist wieder mal die Sicherung ausgeflogen. Was ist das denn? Ja. Und nun? Ja, Notlicht oder neue Sicherung? Oh, ja. Kleine Taschenlampe drin. Ich habe Ihnen noch was zu sagen. Ja. Rigo Richter aus Güntersdorf, liebe Zuschauer, ist nämlich unser Außenseiter-Spitzenreiter. Super. Licht hat er nicht, aber Lampen wie verrückt. Schön. Oh, heiß.